Morgen und herzlich willkommen. Sorry, war gerade Wurstfinger davor. Wir haben Montag, der 16.01. und heute Morgen fahre ich mit meinem Kollegen im Rick zusammen nach Kirchdorf an der Ille. Tut lieb, hä? Dort lade mein 1.38. Denk so gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr sind wir da. Mal gucken, wie es läuft. Ne? Also, Attacke. Einmal angemeldet. Gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Gut. Gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Gut, fahren wir wieder dahin. Ach ja, hier ist recht frisch draußen. Also wie gesagt, das Anmelden hier, das ist wohl neue. Okay. So, und die Backe geladen.
jetzt mittlerweile 10 vor 10. Ein bisschen länger gedauert mit den Papieren. Wahrscheinlich mit der Mitte drin im Weg, ne? So. Ach ja. Sorry. Gehen wir rein ins Büro. Gucken wir mal. So, bin im Hof. Hat nicht ganz gereicht. 10 Stunden 3.
753 Kilometer geballert heute. 43,9 Liter Durchschnitt. Ich finde, das geht eigentlich. Naja, aufnehmen war nicht viel. Ich weiß. Mal gucken, was es morgen gibt. Morgen wird es hoffentlich besser. Bis denn. Heute Morgen lade ich einen 1946 hier im Hof. Wir fahren mal runter nach Winnweiler an den Bahnhof. Das Bahnhofsgebäude weggerissen. Schauen wir mal. Nimm mal. So. Hab jetzt geladen. Ich hoffe, man kann ja was erkennen. War noch im Hof drüber der Baggertanke. Fahren wir mal runter nach Winnweiler an den Bahnhof. Mal gucken. Bahnhof um diese Zeit. Immer so eine Sache. Aber
den Akt heute Morgen. Fahre ich hoch nach Simbach, fahre ich echte Brecher oder fahre ich echt. Eigentlich kann ich jetzt echte Bagger fahren. Ne? Komm. Fahre ich echt nach Simbach, hol die Bagger. Komme ich da rum? Ich glaube, ich hätte Englisch fahren hier. Komm. Ich hätte ja Englisch fahren hier. Alles gut. Hier ist ja der Badstein. Damals sind ja leer.
Laden. Bin gerade am Zusammenhängen. Dieser blau blinkende Strich. Übrigens kann man hier mit den Tasten, wenn ich hochdrücke, damit kann man das Fahrzeugende markieren. Wenn dann zusammengehängt ist, legt man sich irgendeine Warnweste oder ein Stück Holz, das man halt erkennen kann. Und dann fährt man mit diesem Strich, fährt man dann so weit hoch oder halt runter, je nachdem wie man es halt braucht, bis an diese markierte Stelle, und dann drückt man einmal rechts, kann man auch hier sehen, rechts oder links, okay, und dann ist dieser Strich gespeichert. Muss man nicht jedes Mal einstellen, sondern es blinkt jedes Mal, wenn man die Zündung anmacht, ja. Aber wenn man nichts verstellt daran, und dann bleibt es an dieser eingestellten Position stehen. Mir ist warm. Außer die Finger. Die Finger frieren mir fast ab. Da hinten steht der Brecher. Da hole ich jetzt noch einen Bagger. Eine Dose an, eine 30 Tonne. Aber erst hänge ich jetzt an und schiebe dann auch zusammen. Und dann fahren wir nach Sembach hoch, unseren Lagerplatz, und holen da die Bagge. Sehe ich aus, Freunde. Ich habe jetzt hier den Bagger abgeladen, lauter wieder vergessen, die Kamera aufzustellen. Ich werde jetzt aber hier in der Baustelle noch einen Bagger umsetzen. Den Long Reach, der steht da vorne, der muss einfach rüber auf die andere Straßenseite. Stell ich quer drauf. Also wie ich gesagt hatte, 16.17 Uhr. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier stehe. Aber ich kann jetzt reinfahren. Der ist endlich fertig. Bestimmt 2 Stunden hier oder so. Morgen früh, Kirchdorf ist offiziell. Ich fahre morgen früh wieder nach Kirchdorf runter zur Liebherr und hole einen Dumper, eine Mulde, einen TA-230. Wieder ein langweiliger Tag. Kleine Änderung, der Bagger steht nicht in Kirchdorf, der Bagger steht in Dortmund. Mit der Bagger der Mulde. Die Mulde steht nicht in Kirchdorf, die Mulde steht in Dortmund. Geil, oder?
Ist doch gut. Da einfach der Akku leer. Skandal, oder? Ich filme hier drin und fahre raus. Und draußen geht die Kamera nicht mehr an. Egal, ich habe jetzt hier drin die zweite Kamera. Jetzt haben wir 17 Uhr. Jetzt wasche ich noch, beziehungsweise jetzt tanke ich ein bisschen. Dann wasche ich noch ein bisschen mein Fahrzeug. Sattel ich um. Bleibst du stehen? Folge. Ich muss gestehen, die letzten Folgen waren etwas lahm, etwas fade. Ich hoffe, es wird jetzt wieder besser. Habt gesund, habt Spaß.